Schauspielerin Marisa Burger ist seit der ersten Folge Rosenheim Cops als Polizeisekretärin Miriam Stockel zu sehen. Die hübsche Brünette zählt zweifellos zu den beliebtesten Figuren der bayerischen Polizeiserie. Grund genug, um euch 10 interessante Fakten über die Miriam Stockel-Darstellerin vorzustellen. Fakt 1. Geboren wurde Marisa Burger am 10. Juli 1973 im oberbayerischen Altötting. Fakt 2. Nach ihrem Abitur am König-Karlmann-Gymnasium begann sie ihre schauspielerische Ausbildung. Diese führte sie unter anderem nach Österreich und nach München. Sie studierte an der Kunsthochschule Mozarteum in Salzburg und am Schauspiel München. Fakt 3. Schon während ihrer Ausbildung spielte die Altöttingerin einige Rollen am Münchner Volkstheater und am Münchner Metropoltheater. Ihren Fernsehdurchbruch erhielt sie in den Serien Der Bulle von Tölz und Soko 5113. Fakt 4. Schon seit 2002 gehört Marisa Burger zum Hauptcast von Die Rosenheim Cops in der Rolle der Miriam Stockel. Respekt! Fakt 5. Der TV-Star hat eine Tochter aus erster Ehe. Seit 2015 ist Marisa mit dem Restaurator Werner Müller verheiratet. Auch er hat 2 Kinder aus einer früheren Beziehung. Fakt 6. Habt ihr es gewusst? 2017 wurde die Schauspielerin mit der Bayerischen Staatsmedaille Innere Sicherheit ausgezeichnet. Fakt 7. Wusstet ihr, dass die Stockel-Darstellerin auch als Hörbuchsprecherin arbeitet? Kommen wir zum nächsten Fakt. Fakt 8. Unglaublich. Eigentlich hätte Marisa Burger die Rolle der Polizeisekretärin fast nicht bekommen. Das erzählte sie einst gegenüber dem Rosenheimer Journal. Es gab ein Casting. Beim ersten Mal haben die mich nicht genommen und ich war todunglücklich, weil ich wusste, ja, die Stockel, das bin doch ich. Das ist das, was ich perfekt spielen kann. Doch Ende gut, alles gut. Später hat mich die Bavaria Film nochmal eingeladen und schließlich waren alle überzeugt, das ist unsere Stockel. Fakt 9. Mit ihrem heutigen Mann war es nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick, wie die Brünette im Interview mit Frau im Spiegel offenbarte. So hätten sich die beiden lange gekannt und waren Nachbarn, ihre Kinder seien sogar auf die gleiche Schule gegangen. Heute lebt er aber in der Schweiz, Marisa stattdessen hat ihren Hauptwohnsitz in München. Wenn ich drehe, kommt mein Mann, habe ich frei, fahre ich nach Basel, erzählte sie weiter im Interview. Fakt 10. Mittlerweile ist der berühmte TV-Star auch sehr beliebt auf Social Media. Auf Instagram folgen der Rosenheim-Cops-Darstellerin über 20.000 Follower. Nicht schlecht.